Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler und hier sehen wir ja die Oktoberrevolution mit einem schönen Hintern. Da war der Name. Zwei große Anker, Hammer und Sichel in einem Kranz. Und wir sehen auch gleich den schönen Hintern, diesen hinteren Aufbau, diese Vertiefung für die Flaks und gleichzeitig hier die Flaks auf den Geschütztürmen. Hammer. Sind doch bestimmt Flaks oder sind das sekundär? Nee, sind Flaks, oder? Bisschen groß für eine Flak, aber egal. So, ja, wir spielen die Oktoberrevolution, mein zweites Premium-Schiff und sehr gut erkennbar durch abgeknickte vordere ja, Schornstein. Und es hat auch diese typische Sekundärbatterie, die wir hier unten sehen. Und das ist auch so typisch für Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg. Das Schiff wurde 1911 gebaut. Und ja. Wir haben diese Runde nicht sehr viele Zerstörer, alle Stufe 5 und Stufe 6 Schiffe. Dann gehen wir noch erstmal auf AP-Munition. Ja, vier Türmchen haben wir mit je drei ja, schönen Röhrchen. Und ja, wie gesagt, die Tarnung ist ganz nett. Oktoberrevolution. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alle Infos genannt, die ich von diesem Schiff weiß. Es ist nämlich nicht viel. Und was mir nicht gefällt, ist dieser hintere Turm. Das sieht irgendwie so, da ist am Mast immer so diese Verbindungsstücke. Das sieht irgendwie so durcheinander aus. Was mir auch fehlen, sind die Boote, die Rettungsboote. Wo waren die denn bei dem Schiff? Ich sehe ja keine. Wo seht ihr welche? Wenn ja, ab in die Kommentare, aber ich glaube nicht. Wo waren die bei dem Schiff? Unter Deck oder was? Achso, ja, Reichweite. Wie sieht es damit aus? Ja. 16,8 ist so ähnlich wie die Iron Duke oder die New York. Sekundärbatterie 4 Kilometer und eine Flakbewaffnung von 1,2 bis 3,5 ist alles dabei. Und wir haben ein Ziel. Mal gucken, ob was ankommt. Raus damit. Und Zitadellentreffer. Volltreffer. Wunderbar. Wunderbar. Fängt gut an. Was macht die Katze? Okay, ist in ihrem Karton. Gut. Ich guck nur gerade, was sie da rumkratzt. Leichtes Sperrfeuer. Wir sind doch quasi alleine hier auf der Seite. Das ist scheiße. Eieieiei. Ja, der ist weg. Fantastisch. Guter Anfang. 16,8 habe ich gesagt. Das heißt. So. Könntest du mal versuchen. Aber auf die New York nehmen wir doch mal lieber Munition zum Abfackeln. So, wir haben den Punkt eingenommen. Er kriegt gleich da Verstärkung von der Bayern. Die kommt so langsam in Schussreichweite. Wir drehen mal die Türmchen und drehen unser schönes Schifflein. Denn dagegen fahre ich nicht alleine. Zerstörer. Können zwar versuchen zu torpedieren, können aber auch dabei gleich auf die Nase kriegen, wenn sie zu nah rankommen. Drei. Ne, zwei Zerstörer sehe ich. Feindliche und zwei Schlachtschiffe. Aber wir können mal versuchen, die New York abzufackeln. Einer haut schon ab von unseren Zerstörern. Oder vielleicht sollte man erstmal auf die Zerstörer schießen und die Kollegen unterstützen. Er dreht gerade, das ist so schön. Der da. Ah! Ist das gut gezielt oder was? Das war super. Das war super, aber er fackelt nicht. Meine Idee ist jetzt, wenn man den anderen, die Nikolas und diese Podowski oder wie der mal hieß da, das andere Schiff zerstören, dann kann unsere Akasta hier vielleicht die New York torpedieren. Oder vielleicht die Bayern, die mir dazu nahe kommt. Aber das sieht nach einem Showdown unter Zerstörern aus. Suche das nochmal. Nochmal so ein Treffer. Bitte, komm. Yes! Gegnerische Zerstörer versenkt! Guter Anfang. Obwohl mit einer halben Tasse Kaffee ist noch ein bisschen wenig. Ich spiele gerade am Morgen. Es ist so manchmal Wochenende so. Ist einfach geil. Man wacht auf, nimmt sich eine Tasse Kaffee und erstmal World of Warships. Und dazu eine kleine Aufnahme, ein bisschen labern, was man halt so macht im Leben, ne?
übernommen. Das ist ein guter Start in den Tag. Und Bayern brennt. Yes! Nieder mit den Bayern. Bayern und New York will brennen. Jetzt haben wir auch hier die Furutaka und ein deutsches Schiff. Länder. Ich weiß es nicht, mein Englisch ist so bescheiden. Das sieht nicht gut aus. Oh doch. Nee, aber brennt. Fantastisch. Jetzt versuchen wir mal die Bayern zum... Ja, Bayern, macht ihr gut. Konzentrieren wir uns mal auf die Bayern. Ich könnte auch eigentlich AP-Munition nehmen, aber da muss ich wieder wechseln für die New York. Kommst du noch vor oder bleibst du hinten versteckt, du kleine Sackratte? So, ich nehme jetzt mal wieder AP-Munition. Brennt auf jeden Fall. Ich hatte am Anfang das Gefühl, es wird eine schlechte Runde, aber bisher geht's. Brennt sehr gut, brennt weiter. Na komm, eine Salve noch. Eine Salve, bevor du verschwindest. Ich ziehe ein bisschen. Das wird nix. Ihr müsst ihr alleine versenken, tut mir leid. Aber er brennt ja noch. Vielleicht doch noch ein bisschen schräg. Aber ein bisschen Sperrfeuer, ein bisschen Druck machen. Ablenken. Ja, nochmal ein, zwei kleine Trefferchen. Jetzt musst du... Ja, nur musst du... Oh, wenn ihr es nicht macht, mach ich es. Mein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Naja, er hat halt gefackelt. Nein, Katze, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Noob Camper. Ja, das wird mir immer vorgeworfen. Aber das hat man mir wahrscheinlich gesagt. Oh, ein Zerstörer ist da hinten, die Acasta gegen die, den Flugzeugträger. So, jetzt können wir uns um die New York kümmern. Also es war, glaube ich, doch die richtige Entscheidung, erstmal unseren Zerstörerfreunden zu helfen. Denn jetzt helfen sie uns und ja, ärgern hier New York. Musste gerade abdrehen. Einfach mal Sperrfeuer. Vielleicht, wenn wir Glück haben, treffen wir was. Wenn sie mal so gerade weg von mir fahren, kann ich das mal schlecht einschätzen. Ja, ja, gewaltige Kilometer weit vorbeigeschossen. Was sagt Sekundär? 4 Kilometer. Ja, ich hätte einfach mal... Fucking Noob Team. Ja, danke. Scheiße. Oh, du hast recht. So richtig fucking Noob. Ich. Fuck. Die habe ich komplett vergessen. Ach, du kriegst die Scheiße hier. Ach, du Jemine. Jetzt wird es doof. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, gleich nicht mehr. Der hat doch seine Torpedos rausgelassen, oder? Ach du. Na gut. Da muss ich mit leben. Auf die New York. Ich bin jetzt hier alleine quasi, ne? Torpedos auf Backbord! Ja, ja, ich habe damit gerechnet. Torpedos Achter aus! Ja, ich habe damit doch gerechnet. Torpedos auf Backbord! Ja, ist ja gut. Torpedos Achter aus! Torpedos auf Backbord! Das alles? Scheiße. Drehen, jetzt hat er Glück. Hauptturm kritisch beschädigt. Ah, ich repariere den jetzt mal. Ah, da kommt, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Wir müssen abdrehen. Das ist eine Falle. Wir werden von hinten und von vorne torpediert und das ist sowas von eine Falle. Wir fahren hier weg.
Scheiß auf die New York. Die Minekatze will uns doch jagen. Ich ahne das schon. Das ist eine Falle. Wir drehen weg. Nennt mich Feigling, ist mir Wumpe. Oder ich fahre noch ein Stückchen so. Ah, okay. Machen wir das. Kümmern wir uns um New York. Sieg ist in Sicht. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Minekatze ist in der Nähe. Oh, die Minekatze geht wieder weg. Das ist die New York, da in der verfickten Ecke. Ach, wir haben auch schon fast das ganze Team kaputt gemacht. Ich war gerade nur auf die New York. Auf die New York und auf die Minekatze. Das hätte mich hier ja, nicht du, Katze. Die Minekatze. Das ist ein Schiff. Torpedos auf Backbord. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Torpedos. Ich weiß nicht, was die Katze hat. Oh, oh. Es kommt. Dödüb. Dödüb. Lässt du meine Kaffeetasse in Ruhe? Prinzessin? Ich habe hier gerade eine Aufnahme. Ich kann mich nicht um dich kümmern. Genau, leg dich da vor die Tastatur. Da liegst du gut. So. Der feindliche Zerstörer ist versenkt. Jetzt suchen wir nur noch die New York. New York. New York. Hätte doch links rumfahren sollen. Ich hatte Angst vor der Minekatze, das ist mein Problem gewesen. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Star Wars-Feeling, wenn der Todesstern da Alderaan oder sowas im Visier nimmt. Ja, gar nicht hier, Episode 6 war es ja Endor. Hat immer zwischendurch so gezeigt, er ist gleich da, er ist gleich da. Wow, der hat einen Volltreffer hingelegt. Scheiße, wir sind fast im Arsch. Ach, du Jemine. Problem gelöst. Ach, du Jemine. Holla die Waldfee. Guter Schuss. Richtig guter Schuss von ihm. Und ich fahre da voll drauf rein. Ja, das war's. Das war's jetzt. Oh, ich hätte gerade auf T. Ah. Okay. Okay. Alter Schwede. Wir hatten noch so viel HP oder Lebensenergie. Und der hat uns mit einer Breitseite uns voll weggeballert. Gut gemacht. Also hat die Video super gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Da brauchen wir einen Schluck Kaffee. Ja, wie gesagt, es ist noch morgens bei mir und ja, wir haben gewonnen. Ja, also das Schiff gefällt mir sehr gut. Plus 3 Aufträge, aha. Hat Spaß gemacht, auch wenn der Anfang, wenn ich ein bisschen verpeilt war. Das hat man auch, glaube ich, rausgehört und am Ende war ich ein bisschen zu selbstsicher, also zu sicher. Ich hätte mehr vorsichtiger fahren sollen und ich hätte die Insel links abbiegen sollen und nicht rechts, dann weil ich ihn hinterher fahre. Man hätte vorher denken müssen, er fährt nach links, also biege ich doch davor ab. Ist ja egal. Hatte Angst vor der Minekatze, war eigentlich eine ganz okay Runde. Ich hätte ein bisschen besser spielen können, aber ich denke mal, wir haben eigentlich... ja, unterhaltsames, gutes Video produziert. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.